Baureihe 042. Die starke Lok für schnelle Güterzüge. Sie ist das Neuheiten-Highlight 2011. Die Baureihe 41 Öl in Epoche 4 Ausführung als 042-096 der Deutschen Bundesbahn. Eine komplette Neuentwicklung in Metall mit durchbrochenem Barrenrahmen und vielen angesetzten Details. Die mit Neubaukessel und Ölfeuerung rekonstruierten Mikado-Dampfloks zählten zu den modernsten Dampfrössern der Bundesbahn. Die Baureihe 41 war eine erfolgreiche Einheitsdampflok. Bis 1941 rollten 366 Exemplare aufs Gleis. Die Deutsche Bundesbahn übernahm einen Teil dieser Lokomotiven in ihren Bestand und hatte dann das Problem, dass sie mit nicht alterungsbeständigen Kesseln kämpfen musste. Die Kessel waren also dem Betrieb nicht gewachsen und mussten nach dem Krieg dann ersetzt werden. Und man hat dann bei insgesamt 102 Maschinen Neubaukessel in neuer, moderner Schweißkonstruktion aufgesetzt. Von diesen Bundesbahnmaschinen sind insgesamt 40 Stück umgebaut worden auf Ölhauptfeuerung, von Kohle umgestellt auf Ölfeuerung, und zwar in den Jahren 1958 bis 1963. Bei der neu bekesselten Maschine konnte man unterscheiden zwischen der Kohlelok und der Öllok. Die ölgefeuerten Lokomotiven hatten dort, wo früher die Kohle war, einen Öltank eingebaut. Das war eigentlich das prägnante Merkmal der ölgefeuerten Maschinen. Und diese Powerloks mit rund 2000 PS Leistung standen dann bis zum Ende des DB-Dampfbetriebs im Einsatz. Die neue 042 Öl von Märklin und Trix ist eine perfekte Nachbildung dieser Star-Lokomotive. Mit Digitaldecoder und vollem Dampflok-Sound sowie geregeltem Hochleistungsantrieb mit Glockenanker und Schwungmasse im Kessel. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Die neue faszinierende 042-096. Ein Muss für jeden Modellbahner, der die DB-Dampfzeit auf seine Fahnen geschrieben hat.